Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kabelsaat. Heute mal wieder mit einem kleinen Unpacking-Experimente, denn heute kam Chibi-Robo Ziplash bei mir an und ich habe mir gedacht, oh, was ist ein Unpacking? Hast du noch nicht ausgepackt? Die Leute, die das Unpacking nicht sehen wollen, die können ja hier auf den Link drücken, ne? Dort kommt ihr dann direkt zum Experimente-Teil, wo wir dann ausprobieren, ob das Ding bei Smash Bros., Hyrule Warrior und beim Super Mario Maker funktioniert. Aber erstmal packe ich aus, ne? Die Box ist normalerweise wieder so. Ist, glaube ich, die größte 3DS-Box, die ich bisher habe. Ja, ich bin auch gerade am Überlegen, ob es eventuell den New 3DS ein bisschen toppt, aber tut's nicht. Klappe auf. Ich habe schon alles einigermaßen vorbereitet. So. Und als erstes ziehe ich natürlich raus. Hier haben sie Gott sei Dank. Hier waren sie Gott sei Dank ein bisschen platzsparender, wenn ihr euch das anguckt. Man hat nur diesen kleinen Grill hier. Wenn ich mich erinnere, bei Splatoon zum Beispiel hatte noch man so viel Platz für ein eventuelles Artbook. Aber gut, Nintendo halt. Und das ist der kleine Amiibo, der kleine Chibi-Robo. Ne, den werden wir dann nachher auch noch auspacken. Beziehungsweise den seht ihr jetzt ausgepackt auf dem Drehteller. Ne, ein Unpacking ohne Drehteller ist halt kein Unpacking. Ne? Und natürlich in der Packung ist noch das Spiel. Das Spiel, schade eigentlich, kann ich euch leider auch nicht noch nicht zeigen, weil meine Hardware noch nicht da ist. Aber irgendwann wird sie kommen und dann spielen wir eine Runde Chibi-Robo Ziplash. Ne? So, und jetzt, das war im Endeffekt das Unpacking, ne? 2 Minuten, schnelles Unpacking auf Kabelsalat und wir kommen zum lustigeren Teil. Experimente. Bis gleich. Ja, ich habe es mir ein bisschen anders überlegt mit den Spielen. Smash Bros. Lassen wir beiseite, weil es wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Aber ich habe ein anderes Spiel rausgesucht und zwar Yoshi's Woolly World. Da schalten wir direkt mal rein. Ne, ich habe hier den kleinen Amiibo. Bevor ich den jetzt benutze, zeige ich dir erstmal, weil wahrscheinlich das Grün wird wahrscheinlich gleich ausgeblendet und sieht dann ziemlich schusselig aus. Ja, oder ich mache mich halt unten auf so einen kleinen Screen. Und wir probieren es einfach aus, ob es funktioniert. Der Chibi-Robo bei Yoshi's Woolly World. Das wäre ja doch auch mal interessant zu wissen. So, dann latschen wir mal zum Amiibo-Häuschen. Da ist er. Schön hinein. Hinein. Hätte ich mit den Amiibo-Karten auch ausprobieren können, aber kommt nichts bei rum. Da passiert nichts. Ne, aber das wird wahrscheinlich interessant. Jetzt muss ich nur gucken, wie war das denn hier nochmal? Stelle ich den einfach drauf? Ja, ich stelle ihn einfach drauf. Und yay, es passiert nichts. Also man kriegt ein Amiibo Yoshi, also ein Yoshi mit einem Amiibo-Shirt drauf. Mehr passiert leider nicht. Schade. Naja. Auf zum nächsten Spiel. Jetzt kommt nämlich definitiv was. Wir spielen Hyrule Warrior. Oh. Man den wohl so in die Steckdose packen kann? Ja. Hyrule Warrior, zweites Spiel, Experimente, ich pack den Amiibo drauf, mal gucken, was passiert. Wie bei jedem Amiibo kriegen wir bei Hyrule Warrior auf jeden Fall was, aber 10 Steine finde ich schon ziemlich doof. Natürlich ist das random generiert. Na gut, aber auch gut zu wissen, dass dieser auch bei Hyrule Warrior funktioniert, was man sich normalerweise hätte denken können. Ne? So, dann switchen wir mal ins nächste Spiel und zwar Super Mario Maker. Da sind wir im Super Mario Maker. Wir gehen natürlich in das Baumenü und können dort dann halt dementsprechend unseren Chibi-Robo-Amiibo benutzen. Yay, jetzt kommt sogar einer raus. Ja, und mit dem kann man dann richtig schön spielen. Herrlich. Ja, das war im Endeffekt das kleine Experimente-Video. Ich verwandle mal Mario kurz in. Was war das denn für ein Geräusch, bitte? Also, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, das war das Experimente-Video und ich spiele jetzt einfach mal das angefertigte Level und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!
Ja.